Wir sind hier in dem Berg Erebor bei Lego der Hobbit und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Let's Play Lego der Hobbit, wie gerade schon gesagt. Ja, hier in dem wunderbaren, wunderschönen Erebor bzw. dem Tutorial Level. Genau, hier ein kurzer Stein. Du musst einen besonderen Schlüssel verwenden, um das Tor zu öffnen. Den haben wir uns in der letzten Folge mit dem Amboss erstellt und dann öffnen wir das Schloss und werden dann sehen, was sich hinter diesem Tor verbirgt. Oha, nice. Also ich finde, das muss man an der Stelle auch mal erwähnen, das sieht schon sehr schön aus, wie das alles. Also es ist hier mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet und muss man schon sagen, dass das hier, dass sie sich hier ordentlich Mühe gegeben haben. Was das hier angeht mit dem ganzen, ja, Design vom Berg. Ich finde, das sieht schon ziemlich schön aus. Was wichtig ist wohl zu wissen, ist, dass man auch nur Lego-Gegenstände zerstören kann. Also hier gegen den Fels. Wird mir nichts bringen. Das geht nicht. Nee, geht nicht. Was laber ich hier? Okay, was geht hier ab? Okay, der braucht hier wohl irgendwas, ne? Die Bewohner Mittelerdes helfen dir gern, wenn du die Gegenstände findest, die sie brauchen. Ja, das ist doch wohl das hier, oder? Das war jetzt wohl nicht schwer zu finden hier. Schau dich ein bisschen um da vorne, dann findest du das schon selber. Aber wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann, gerne doch. Ja, und ja, hat sich ganz nice angehört. Und da spawnt ein neuer Waisenstein. Verwende eine Spitzhacke. Okay, sind wir jetzt hier schon in Minecraft oder wie? Wie zum Beispiel die trägt, um Rohstoffe abzubauen. Drücke H im richtigen Moment, um mehr Rohstoffe zu erhalten. Ne, das war R, ne? Ah, okay, das ist so gesehen seine besondere Spezialfähigkeit. Ich habe ja gesagt, ich habe Lego damit geguckt, aber die Namen auswendig kann ich jetzt auch noch nicht. Boah, der war jetzt ein bisschen hartnäckiger als der erste. Und dann snacken wir uns mal hier den ganzen Stuff, den wir da rauskriegen. Und der, okay, der kann also so bronzene Gegenstände zerstören. Das wird uns mit Sicherheit im Spiel nochmal weiterhelfen. Alles klar, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Du brauchst bestimmte Rohstoffe, um auf dieser Platte bauen zu können. Du kannst Lego-Rohstoffe finden, indem du Bergbau betreibst oder Lego-Gegenstände zerstörst. Was brauche ich denn dafür? Das habe ich. Brauchen wir nicht. Brauchen wir noch. Wir brauchen dann noch ein bisschen Holz. Da sollten wir hier noch von haben. Diese Ketten und diese hier. Davon ein paar. Alles klar. Okay, was passiert jetzt? Bau Lego-Bausets, indem du die fehlenden Teile findest. Je schneller du bist, desto größer dein Bonus. Okay. Ich glaube, das kenne ich noch. Jetzt muss man möglichst schnell das fehlende Teil, was da angezeigt wird, ausfindig machen und anklicken. Was bauen wir denn da Schönes? Können wir dann ja gleich sehen. Das Rad haben wir hier. Da haben wir dort. Dann haben wir dort. Man kann auch extra mit I, kann man das doch ein bisschen beschleunigen, wenn man nicht so lange warten will. Kann man ja auch mal gern machen. Ist aber auch ganz nett gemacht. Was ist das? Okay. Und da ist es fertig. Was ist es geworden? Oha, tschüss. Hä? Ich hab nichts gemacht, alles klar. Okay, er hat schon einige Fähigkeiten. Oder ist es der?
Ja, das ist ein anderer. Ja, jeder Kara kann halt auch logischerweise auch verschiedene Fähigkeiten, wofür man die einsetzen kann. So, dann zerstören wir das alles mal, um hier ein paar Rohstoffe mitzunehmen. Die werden wir früher oder später auf jeden Fall brauchen. Okay. Nice. So sieht er also in Lego aus. Der Arkenstein. Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Tschüss. Das Erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, Schlageralarm. Thorin, was ist das? Drache. Drache! Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Smaug war gekommen. Oh mein Gott. Jetzt wird's gefährlich. Smaug ist da. What the fuck, was war das denn? Ja. Und wir sollten ja, glaube ich, schnell weg. Also, okay, wir können da, er hat wohl den Haken, mit dem können wir dann so ein bisschen die Gegenstände wegziehen, wenn wir das mal brauchen. Schnell, schnell, schnell. Erst hier noch ein bisschen die gedroppten Gegenstände natürlich einsammeln. Was haben wir hier für eine Information? Verwende eine Axt wie die trägt, um riesige Lego-Platten zu zerstören. Mir fällt gerade irgendwie der Name nicht ein. Thorin, bin ich denn irgendwie blöd? Ey, das ist einer der wichtigsten Charaktere. Aber mir fällt der Name nicht ein. Thorin, natürlich. Der Sohn des Königs. Und der König ist einfach goldsüchtig, ne? Ja, hallo, du sollst wechseln, was soll denn das? Ja, der ist halt so goldsüchtig, der König, dass er hier voll am Ausrasten ist. Was willst du mir sagen? Du benötigst zwei Charaktere, wie zum Beispiel ihn und Thorin, um als Kumpel zusammen anzugreifen. Drücke K, um dich mit deinem Kumpel zusammenzutun. Und dann H, um großriesige bla bla bla. So. Teamplay ist auch am Start. Bam! Jetzt geht's hier richtig ab. Boah, ich finde das aber so nice gemacht, wirklich. Schnell weg hier. Du kannst auch ruhig wieder absteigen, ne? So, dann nehmen wir hier wieder die Kette, logischerweise. Und... Hallo? Willst du sie vielleicht auch mal dran machen? Dankeschön. Und ziehen hier diesen ganzen Backpack, damit wir endlich hier wieder weiterkommen. Wir müssen ja schnell vor Smaug flüchten, bevor der hier uns alle noch abfackelt. So, du benötigst zwei Charaktere. Ja, genau, das kennen wir ja schon. Und dann greifen wir dann mit H an. Zack, weiter. Oh nein. Oh nein, wir müssen hier ganz schnell weg. Sonst wird das hier gar nichts. Aber mal ganz, ganz schnell. Und die denken auch noch, die hätten eine Chance gegen den Drachen, oder wie? Nein. Jetzt wird's gefährlich.
Ja, was ist los mit dir? Renn doch weg! Ja, der ist der geldgierige König am Start hier, ey. Der Tod war gnadenlos an jedem Tag. Schnell weg hier! Geht nie ab! What the fuck? Okay. Ne, da sollte man nicht durch. Übrigens, oben links ist auch eine Anzeige, wie viele Herzen wir haben. Sollte man nicht außer Acht lassen. Aber wenn man stirbt, ich glaube, das juckt irgendwie nicht wirklich. Ich glaube, da verliert man nur ein bisschen Geld. Oh, bin mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist hier Sterben in Lego Games generell nicht wirklich so wichtig. So, was können wir hier machen? Können wir da drauf oder... Na, so weit können wir dann nicht mehr hoch. Ja, das ist so ein Sammelgegenstand. Ich wusste auch damals, als ich das gezockt habe, nicht, wie ich da drankommen soll. Durch die Flammen kann man nicht, also... Ah, hier, da muss ich was zusammenbauen. Habe ich jetzt erst gesehen. Und da können wir auch hier wieder ihn nehmen. Und dann sollte der das für uns erledigen. Zack. So, und dann bauen wir jetzt wieder was weiteres, damit wir schnell da vorne wohl die Tür auf... bekommen, denn wir müssen ja wohl ganz schnell fliehen. Komm, mach uns das mal auf hier und dann rennen wir weiter. Oh, wie viel Gold. Und er will einfach hier nicht raus, ne? Es juckt ihn einfach gar nicht, dass hier drin Drache ist. Er will einfach bei seinem Gold bleiben. Oh, nice. Nice, nice, nice. Viele Gegenstände, mit denen wir später noch einiges machen können. Aber sieht schon episch aus. Muss man an der Stelle einfach mal ganz klassisch sagen. Was haben wir jetzt vor? Jetzt haben wir, wollen wir da oben diese goldene Statue da runterholen. Und was können wir dann hier oben machen? Okay, okay. Ah, okay, alles klar. Ist logisch. Man sinkt im Gold ein. So tief ist das Gold. So, dann bauen wir jetzt hier wohl eine etwas zusammen, dass wir das hier schön überqueren können. Eine Brücke. Auch ganz nice. Aber wir müssen aufpassen. Smaug zerstört unseren ganzen... So, dann dürfen wir das hier alles wunderbar überqueren können, ohne hier im Gold einzusinken. So, und was will der Stein jetzt hier wieder von uns? Verwende einen Flegel, wie zum Beispiel den von bla bla bla, um goldenen Haken zu verwenden. Drücke J und dann H, um an Lego-Haken zu schwingen. Dann komm mal rüber. Komm mir doch jetzt hier nicht entgegen. Was soll denn das? Da kommen wir ja nie voran. Alles klar. Ja, aber ich glaube, das war falsch. Weil da wurden noch U angezeigt. Wir müssen jetzt erstmal den anderen holen. Wie soll der da jetzt mit drüber? Wie soll der da jetzt mit drüber, wenn ich mal fragen darf? H und jetzt steht da U. Das heißt wechseln. J. Wird mir auch schön nochmal angezeigt hier für die Naps. So, zu ihm dann rüber und dann J drücken und dann machen wir das genauso. Nice. Okay, und er schafft es natürlich mal wieder nicht. Wundervoll. Komm, jetzt wechseln wir wieder zu ihm und dann probieren wir es halt noch ein 100. Mal endlich rüber zu kommen. Ey, komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Bin ich ein Brat blöd oder wie? Ha? Ey, nee, oder? Das ist nicht... Sorry, Leute, ey. Ich bin gerade hier ein bisschen verplant irgendwie am Start. Warum steht denn auch die ganze Zeit... ich muss abspringen. XU. So, weiter.
Weiter, weiter, weiter. Was geht hier oben ab? Was geht hier oben ab? Okay, hier müssen sich wohl zwei dranhängen. Was für ein Zufall, dass auch so Haken sind, nur wo man sich dranhängen kann. Und da ist der Arkenstein. Im Gold versunken. Und ich habe so das Gefühl, dass wir rennen müssen. Boah, das sieht auch geil aus, ne? Ich kann gerade nur nach links und rechts gehen. Rennen tut er automatisch. Aber wir sollten dem Feuer von Smaug wohl ausweichen. Okay, schlagen kann ich noch. Oh mein Gott, oh, da habe ich den Sammelgegenstand vergessen. Aber wie gesagt, ich spiele ja nicht 100%. Ich spiele, ja, soweit ich spiele die Story durch. Mehr aber dann noch nicht. Thranduil wollte das Leben der Seine nicht dem Zorn des Drachen aussetzen. Von den Elben kam an jedem Tag keine Hilfe und an keinem anderen Tag seitdem. Der junge Zwergenprinz hat nie vergeben und nie vergessen. Und da haben wir das erste, ich dachte jetzt mal Tutorial-Kapitel abgeschlossen. Level abgeschlossen. Thorin, jung. Ja geil, dass ich das jetzt aus Versehen übersprungen habe. Nice. Und wir haben einiges an Geld bekommen, ne? 100.000. Und haben jetzt nicht die 100% voll, soweit ich es jetzt gesehen habe. Aber wie gesagt, ich spiele ja auch keine 100%. Deswegen wird das auch nicht zwangsläufig benötigt. Ja, da habe ich jetzt auch nichts gesammelt. Das ist auch echt viel. Wenn man da alles wirklich sammeln will, dauert das echt lang. So, und jetzt kommen die neuen Ereignisse, die freigeschaltet wurden auf der Karte. Nice. Haben wir 4 neue Missionen. Und wir haben ein Level abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen einen silbernen Legostein. Ah, da sieht man jetzt sogar hier mal ein bisschen die Karte. Sieht auch ganz nice aus. Und hier sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.